Liebe Seminaristen und Studenten, liebe Freunde von Heiligenkreuz, liebe Zuschauer in den Medien, liebe Schwestern und Brüder in Christus, gibt es das, dass Gott zu uns spricht? In einem stillen Moment, in gewisser Weise ganz für uns, vielleicht in einem Wort, einem Impuls, mit einer Idee, einem Gedanken oder einem Bild. Und trotzdem, warum sollte uns Gott nicht antworten, wenn man ihn um ein Zeichen oder ein Wort bittet? Aber ein solches Wort kann dann aber auch zu denken geben oder zu einer Herausforderung werden oder sogar zu einem Auftrag. Als Schüler im Gymnasium habe ich mir einmal gedacht, es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich einmal den lieben Gott frage, was ich mit meinem Leben machen soll. Da die Kirche sowieso am Pausenhof stand, sozusagen, war das keine große Sache, dort ein paar Minuten einzutreten und eben ein paar Minuten Stille für sich zu finden. Und es war mir tatsächlich so, als hätte ich eine deutliche Antwort erhalten. Aber so ganz einfach war das nicht zu verdauen. Also bin ich zu einem Franziskanerpater gegangen, um mir bestätigen zu lassen, dass das alles Aberglaube ist und Unsinn, dass es so etwas nicht geben kann. Aber der gute Franziskaner hat mir eigentlich umgekehrt Mut gemacht. Nur das war mir damals ja, ein wenig zu steil, muss man fast sagen. Es gibt so etwas wie eine Erfüllung von religiösen Pflichten. Es gibt Regeln, die man einhalten muss, um ein tüchtiger, aufrechter und anständiger Mensch zu sein. Und doch ist das alles irgendwie zu wenig. Wenn jemand nach dem Unterschied zwischen Judentum, Islam und Christentum fragt, antworte ich, das Judentum und der Islam sind im Wesentlichen eine Gesetzesreligion. Das Christentum hingegen eine Erlösungsreligion, bei dem man das Heil von Gott geschenkt bekommt, aber auch annehmen muss. Da werden manche einwerfen. Es muss furchtbar anstrengend sein, ein gesetzestreuer Jude oder ein frommer Moslem zu sein. Das stimmt auch. Das ganze Leben hindurch ist man damit beschäftigt, religiöse Rituale einzuhalten oder Gebote aufs Genaueste zu erfüllen. Wie anders ist das im Christentum? Welche Freiheiten schenkt uns da Gott? Dennoch wage ich zu behaupten, das, was im Christentum verlangt wird, ist nicht weniger, sondern anspruchsvoller. Wir sollen nicht nur eigenverantwortlich handeln, sondern in der Freude unseres Herzens mehr Gutes tun als die anderen. Jesus gibt alles, aber er fordert auch wiederum etwas von den Leuten, die zu ihm kommen wollen. Er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus erwartet zumindest eine Geste, ein Zeichen, einen Beweis eines guten Willens dafür, dass jemand sozusagen das Reich Gottes auf diese Erde bringen will. Für den einen bedeutet es vielleicht, Geld den Armen zu geben, einem anderen Jesus und seinen Anhängern Gastfreundschaft zu erweisen. Von Petrus und den Jüngern erbittet sich Jesus sozusagen eine Auszeit, um in die Jüngerschule bei ihm einzutreten. Wie der junge Mann zu Jesus kommt, muss er innerlich schon darauf vorbereitet gewesen sein, dass er bei Jesus doch mit einer gewissen Radikalität konfrontiert werden wird. Trotzdem wagt er die große Frage: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus fragt nach und ermutigt ihn, die Gebote zu halten und zu erfüllen. Aber der junge Mann reagiert etwas enttäuscht.
erwartet so etwas wie ein Challenge, würde man heute sagen. Eine absolute Herausforderung, an die Grenzen zu gehen, um eben zu wissen, wie er sich in den Dienst Gottes stellen soll. Und so gibt ihm Jesus die entsprechende Antwort. Verkaufe deinen Besitz, gib ihn den Armen und dann komm und folge mir nach. Der junge Mann ist allerdings kein Franziskus von Assisi, der voller Freude die Schätze seines Vaters unter die Armen verteilt. Er geht traurig weg. Ich habe heute sozusagen als Rektor immer wieder die Aufgabe, junge Interessenten in die Hochschule aufzunehmen. Da gibt es öfters Gespräche mit jungen Interessenten. Da erlebt man manchmal vergleichbare Situationen, die enttäuschend ausgehen. Menschen haben einen Ruf Gottes vernommen und sie haben auch schon viel getan, um diesem Ruf nachzukommen. Aber dann fehlt die letzte Entscheidung. Dann auf einmal die gute Ausbildung, die sie haben, oder das Geld, was auch immer, sie schaffen dann letztlich nicht den letzten Sprung ins Ungewisse, nicht? Aber man denkt, es ist doch ein wenig traurig. Jesus nimmt ja nichts weg, sondern er nimmt etwas an, verwandelt es in etwas Besseres. Dennoch, diejenigen, die dieser Einladung gefolgt sind, werden immer wieder bestätigen, dass es sich lohnt, in die Nachfolge einzutreten. Wer Christus folgt, wird Wunder erleben. Gerade eben, wenn wir uns diese Situation vom Propheten vor Augen führen. Natürlich herrscht Traurigkeit in einer Welt, die Gott verlässt. Und da muss jemand wieder das Licht anzünden und diese Freude der Gemeinschaft mit Gott hineintragen. Amen.